irgendwo am östlichen Rand der Insel Gondwar. In dieser wunderschönen, abgelegenen Oase leben der Parasaurolophus Percy und sein großer Bruder Luke gemeinsam mit ihren Eltern ein friedliches Leben. Den heutigen Tag verbringen die beiden Kinder allein, da die Eltern auf Futtersuche sind. Und da Percy sehr erschöpft ist, hat er sich dazu entschieden, erstmal ein Mittagsschläfchen zu machen. Sein großer Bruder Luke ist hingegen auf den Berg geklettert, um zu schauen, wann die Eltern wiederkommen. Doch dann geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Von nun an lebte der kleine Percy alleine mit seinen Eltern. Die Oase, die sie einst zu Hause genannt hatten, war nicht mehr sicher. Sie mussten sie verlassen und eine neue Zuflucht finden. Auf ihrer Suche stießen die drei auf einen sehr großen See. Dieser hatte auch einige schmackhafte Bärensträucher am Ufer. Falls ihr mich dabei unterstützen wollt, dass ich weiterhin solche aufwendigeren Videos machen kann, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, schreibt jetzt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus, sonst gibt's morgen schlechtes Wetter. Dankeschön auch noch an Bluesucho, der hat mir nämlich bei einigen Aufnahmen geholfen. Der kleine Percy wurde durch den Angriff schwer verwundet, aber seine Eltern konnten den Angreifer in die Flucht schlagen.
Und so verloren die Para-Eltern auch noch ihr zweites Baby. Sie mussten mit ansehen, wie es lebendig in die Tiefe gezogen wurde. Wie durch ein Wunder scheint der kleine Percy den Angriff überlebt zu haben. Sein neuer Freund und Begleiter war ein Chittipati mit dem Namen Rasai. Diese sehr außergewöhnliche Freundschaft stieß auch des Öfteren auf Schwierigkeiten. Die beiden verbrachten noch eine ganze Weile miteinander, bis sie dann irgendwann getrennte Wege gingen. Nun war Percy wieder auf sich allein gestellt und wurde tagtäglich daran erinnert, wie brutal diese Welt ist. Und schon bald sollte auch Percy auf die Probe gestellt werden. Ah, ich glaube, ausweichen kann ich da nicht. Aber mit unseren Frontkicks machen wir, glaube ich, gut Schaden. Und so sammelte Percy seine erste Kampferfahrung. Mittlerweile war er ein echtes Schwergewicht und wurde immer häufiger von hungrigen Fleischfressern konfrontiert. Unter anderem versuchte auch dieser Allosaurus sein Glück. Yeah.
Dieser hat allerdings nach ein paar schmerzhaften Tritten eingesehen, dass das keinen Sinn hat. Es gab auch noch viele weitere Begegnungen. Diese ging zum Glück oftmals friedlich aus. Das war aber leider nicht immer der Fall. Dieser Tyrannosaurus Rex hatte es drauf angelegt. Doch schon bald stand Percy einem sehr gefährlichen Räuber gegenüber. Einem ausgewachsenen Giganotosaurus. Es gab kein Entkommen mehr. Oh Gott, jetzt ist er hinter mir. Ich muss mich erstmal buffen. Ich drehe mich so unfassbar langsam. Oh nein, er ist wieder hinter mir. Ich muss rennen. Der holt mich jetzt auch wieder ein. Ah, ich kann mich nicht so schnell drehen. Ich kann ihn nicht richtig treffen. Und so endete die Reise von dem Parasaurolophus Percy.